Dedelic Entertainment. Gojira present Munin. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Das wird jetzt ein bisschen unregelmäßig kommen. Also dann, wenn ich Folgen fertig habe, Final Fantasy kommt immer noch weiter, aber erstmal vorlesen. Zwei Raben auf Odins Schultern sitzen, doch der Morgen trägt sie nach Midgard, um alles Treiben der Menschen dort zu sehen. Als Hugin und Munin Tag um Tag von Loki zum Sterblichen gemacht, fliegt Munin Odins Erinnerung nicht mehr Midgard bis Asgard. Neun sind's im Baum, dem Raben neun Welten, wo Federn fielen. Ja, das ist wohl ein Ausschnitt aus der Edda. Und ich denke, ja, wir können was machen. Spiel, Kapitelübersicht, Einstellungen und beenden. So, wir starten natürlich ein neues Spiel. Und ich erkläre mal kurz den Hintergrund. Es ist so, wir persönlich spielen jetzt Munin, einen der beiden Raben von Odin. Odin hat ja zwei Wölfe und zwei Raben. Die Wölfe Giri und Freki. Und die Raben Hugin und Munin. Wobei Hugin so viel bedeutet wie Gedanke und Munin Erinnerung. Und in diesem Spiel, wie gesagt, da spielen wir Munin und müssen ohne Flügel irgendwie durch Rätselwelten kommen. Das Spiel ist heute erst rausgekommen. Na, wenn ihr die Folge seht, gestern. Aber mal schauen, wie das ist. Ich bin echt gespannt. Midgard. Götter formten Erd aus Ymirs Fleisch und seine Knochen wurden Berge. Der Himmel des Frostriesen Schädel und sein kaltes Blut füllte die Meere. Burs Söhne erhoben flaches Land. Sie schufen Midgard, mächtig und schön. Mundilferi gebar die Söhne, die Sonne, die so golden schien auf grünes Gras. Verdammt, die Runen, da verliest man sich so leicht. Vor allem, es sind ja gar nicht mehr die richtigen Runen, aber... Wir spielen also auf Midgard, oder Midgard kann man es auch einfach nennen. Das ist quasi die Menschenwelt. Es gibt halt in der nordischen Mythologie drei Erd-, drei Himmels- und drei, ja, mittlere Welten, sage ich mal. Und Midgard ist eine dieser mittleren Welten. Wörtlich übersetzt heißt es auch nichts anderes als der mittlere Garten. Starten wir mal. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Steuerung geht. Wie gesagt, das Spiel ist gerade erst raus. Ah, mit A und D können wir uns bewegen. Und wir können durch Klicken die Welt drehen. Zumindest wenn so ein Kasten da ist. Dem Raben macht das nicht viel aus. Ach, mit Rechtsklick können wir auch noch springen. So, wir haben eine Feder. So. Springen. Oder mit Leertaste geht's auch. Okay. Achso, wir stehen drin, deshalb können wir das nicht drehen. So. So geht's. Mit W und S können wir hier klettern. Ah, okay. Und so kommen wir hier dran. Ja, wir sammeln also quasi von Welt zu Welt die Federn. Wie gut uns das gelingt, das ist dann wohl von mir abhängig. Ja, bisher geht's. Ja, das geht eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Ich gehe mal die anderen Welten durch. Ich hoffe, ich kriege sie noch alle zusammen. Weil unser Ziel ist ja streng genommen Asgard. Asgard ist die Welt der Asen, eines der verschiedenen Göttergeschlechter. Ja, es gibt bei der nordischen Mythologie mehrere Göttergeschlechter. Nämlich die Asen und die Vanen. Die Vanen leben halt in einer anderen Himmelswelt, Vanaheim. Wir haben es jetzt einmal zu weit gedreht. Die Asen in Asgard. Und ja,
Dann gibt es zusätzlich aber auch noch, ich glaube, Jusalfheim heißt es. Das ist quasi die Heimat der Elfen. Oder auch einfach nur Alfheim. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu nennen. Wie gesagt, Alfheim ist quasi die Heimat der Elfen und eine andere dieser drei Himmelswelten. Also bisher sind die Rätsel noch relativ einfach. Dann bei den mittleren Welten gibt es Midgard, Jotunheim und, wenn ich mich recht erinnere, Muspelheim. Jotunheim könnte vielen bekannt vorkommen aus dem Film Thor. Allerdings ist das, was da als Jotunheim bezeichnet wird, eher eine andere Welt, nämlich Niflheim, zumindest von der Ähnlichkeit damit. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen kniffliger. Wie kommt man jetzt hier weiter? Kann ich hier irgendwie das so drehen, dass ich... Ne, ich komme nur auf die Art hier rein. Und ich komme jetzt auch nicht hier hoch, wenn ich das Ding nicht vorher so drehe. Ach, nee, 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 das ist schon durchdacht, muss man sagen. So, können wir das Ding jetzt so drehen, dass man da... Ja, na, also. Geschafft. Puh. Bisher ja doch relativ vertretbar, sage ich mal. Ach so, und jetzt drehen sich automatisch zwei Punkte, wenn wir das machen. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich meine, wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Kann ich von hier aus... Nee, ich kann gar nicht. Ich kann die Welt aber auch drehen, während ich falle. Zumindest eine andere, sage ich mal. Okay, stimmt, wir können auch das drehen, was auch immer uns ist. Ah, okay, jetzt kommen wir zumindest nach da und dann können wir hier hoch. Ah, die Leiter hatte ich übersehen. Und jetzt können wir uns... Ah, nee, das wollte ich doch nicht. Dreck, warum habe ich die Lücke übersehen? Federchen. Und wir holen uns diese Feder und ich drehe schon mal die Welt so, dass wir auch an diese Feder kommen. Und fehlt nur noch diese. An die kommen wir auch relativ leicht. Ja, ist bisher eigentlich ein kleines, nettes Rätselspiel. Ich bin mal gespannt, wie das noch wird und wie stark die sonstigen nordischen Einschläge sind. Achso, ich muss hier hin. Und Feder her. Nein, zu weit, Mist. Das war doch keine Absicht. Und hier hoch. Also, wie wir das jetzt verstanden haben, ist es so, dass Munin wohl durch eine List Lokis seine Flügel verloren hat. Seine, ihre, ich weiß es gar nicht. Loki wird, glaube ich, nie genau mit einem Geschlecht genannt. Nicht Loki, Munin. Okay. Das ist jetzt interessant. Theoretisch können wir wirklich ein paar dadurch kriegen, dass wir runtersegeln. Das hier können wir nicht drehen, ohne dass sich das dreht. Das ist natürlich blöd, aber... Ach Quatsch, zu weit. Das hier wollte ich. Holen wir uns erstmal die hier. Und die Feder. Müssen wir die Welt nur noch mal so drehen, damit wir auch da dran kommen. Und ja, bisher ist das wirklich nur so. Ich glaube aber, es kommen später noch deutlich mehr Elemente dazu. Ich meine, wir kriegen keinen Fallschaden. Na gut, als Rabe Fallschaden zu nehmen, wäre auch ein bisschen peinlich. Hier. Und jetzt kommen wir auch hier hin. So, fehlt nur noch da oben was. Ja gut, dann muss ich das so machen, dass wir wenigstens vernünftig hochklettern können.
Ich schätze, wir kommen dann von da aus relativ gut dahin. Oder sind die verbunden? Nee. So müsste es. Ja, so passt es. Perfekt. Und hopp. Los, Munin. So, wir haben die Feder. Muss sagen, bisher ist das Spiel natürlich etwas unspektakulär. Okay, drei Federn an einem Punkt. Achso, kann ich nicht drehen, da ich da selber stehe. Kann ich jetzt? Ja, so geht's. Kein Problem. Wäre da. Ah ne, da ist keine Wand. Dann kann ich hier jetzt einfach. Oder sind das Stacheln? Das sind Stacheln. Das wollte ich jetzt nicht. Das heißt, ich müsste die Welt so drehen, dass ich da vernünftig hinkomme. Jetzt verstehe ich, warum diese Welt wirklich doch als Rätsel durchgeht. Okay. Dann denke ich, muss man das Ding so drehen. Können wir da drüber springen? Ja. Und wir können das Teil jetzt so drehen, dass wir da hinkommen. Hui, zurück, zurück. Ja, perfekt. Geschafft. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ist gerade tierisch heiß bei mir. Und entsprechend ist es schon mal schön, wenn man was Kaltes trinken kann. So, wir kriegen die Feder. Können wir das so drehen, dass wir hier. Nee, leider nicht. Das ist jetzt wieder knifflig. Können wir was ändern, wenn wir das hier drehen? Wir kommen zumindest hier. Ah, jetzt sehe ich was. Wir kommen so hier hin. Ach so, das hängt hier dran. Dann haben wir nichts geändert. Ach doch, jetzt. Und so geht's. Perfekt. Wir sind hier oben. Oben ist gut, glaube ich. Und wir kommen an diese Feder. Und auch an diese Feder. Okay. Die erscheinen mir wieder ein bisschen kniffliger. Kann ich das von hier aus regeln? Ah, ich habe eine Idee. Erstmal gibt es ja auch noch andere Federn. Hier zum Beispiel. Und dann kommen wir auch hier dran. Problem ist, so kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir erstmal hier wieder drehen, dass wir weiterkommen. Kommen wir dann. Ach nee, so geht's nicht. Wir müssen hier hin. Kommen wir zumindest wieder hoch. Und hier können wir jetzt das entsprechend so drehen, dass wir vielleicht. Ja, so kommen wir zumindest höher. Aber hoch genug. Ja, so geht's doch. Perfekt. Auf. Ja, wir kommen so auch nur an 1. Aber eine Feder ist besser als keine Feder. Fehlt nur noch die hier. Wie kriegt man die? Das ist jetzt knifflig. Ich muss sagen, ich erinnere das Ganze so ein bisschen an Limbo, auch wenn es ein komplett anderes Spielsystem ist. Aber das war ja mein allererstes Let's Play. Und doch da war schon viel rumgerätselt. Wobei Limbo natürlich nicht blind war, im Gegensatz zu dem Spiel hier. Ach so, so einfach ist das, na dann. Manchmal ergibt sich schon fast von selber. Und wir flattern davon. Oh, Midgardus ist nun in der Kapitelübersicht freigeschaltet. Damit haben wir es. Ah, Yggdrasil, die Weltenesche. Und jetzt haben wir wohl die drei Unterwelten freigeschaltet.
Niflheim, ja. Helgar, also Hel, ja. Die Hölle quasi. Obwohl es nicht direkt Hölle. Und Jotunheim. Ne, Jotunheim ist keine Unterwelt. Eigentlich müsste hier doch Svartalfheim sein. Egal, ich weiß auch nicht, ob sich das irgendwie in den quasi ein bisschen unterscheidet, je nachdem, in welcher Variante man das jetzt anguckt. Die Erde hat sehr viele Versionen. Aber ich würde sagen, hier mache ich einen Schnitt, weil jetzt ist die Folge auch schon eine Viertelstunde lang. Auch wenn die Grafik relativ simpel ist. Und ich möchte jetzt hier ein bisschen kürzer halten. Die kommen auch relativ unregelmäßig, die Folgen, glaube ich. Aber wir werden mal sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Let's Play. Rätselt ein wenig mit. Und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Und lasst auch Vorschläge für weitere Let's Plays in den Kommentaren. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr euch auch einen Daumen geben. Kommentare, sonst was. Ihr kennt ja den Kram, ne? Und ja, ansonsten wäre Unterstützung natürlich auch mir weiter zu empfehlen. Ich möchte jetzt keine große Werbung, aber das wäre nur eine nette Sache. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio!